Leute, herzlich willkommen. Oh fuck, Leon ist noch nicht da. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Herr der Ringe. Hi. Wir sind jetzt in der Rückkehr des Königs. Im Film Rückkehr des Königs halt. Leon, ganz ruhig da hinten. Ich switch mal rüber und besuche Leon. Und der ist nämlich vor Ort Tank. Ich glaube, ich habe letztes Mal gesagt, dass sich das Auge Saurons auf Minas Tirith konzentriert. Ich glaube, es hat sich auf Ort Tank gerichtet. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich spring von Pferd zu Pferd. Ah, fuck. Irgendwie gibt es hier auch keinen Eingang. Ich bin sehr verwirrt. Wo sollen wir hin, Leon? Zur nächsten Mission, würde ich sagen. Richtig, aber mit wem am besten? Mit welcher Gruppe? Haben wir überhaupt eine Wahl? Das weiß ich nicht. Lass mich mal gucken. Okay. Wir können... Jesus Christ. Nein. Das Angriff der Waage. Ich glaube... Wo führt uns das denn hin? Also wir haben einen Wegpunkt, aber so eine Quest, die wir schon haben gerade. Ah, vielleicht müssen wir da hinreisen, um die Cutscene zu triggern, mit der es weitergeht. Das macht Sinn. Aber da wir... Ich würde sagen, wir starten mit den Hobbits. Da das Spiel mit denen gestartet hat und da das Spiel wohl will, dass wir mit den Hobbits starten. Okay. Was ist das denn? Okay. Das sind die zwei Ringe. Doppelte Ladebildschirm. Die zwei Ringe. Jetzt müssen wir auch noch Gollum nehmen, um überhaupt weiterzukommen. Kann es sein? Okay. Dem wohl, Hobbits! Wie kommt der Rest von euch da hoch? Egal. Teleportation. Ja. Sieht so aus. Okay, das ist die neue Ladebildschirm. Und Aragorn hat schon wieder eine andere Frisur. Der war nie beim Friseur. Schick. Dieser Ort ist böse, voll von Feind. Kommt, Hobbits. Ganz nah jetzt, ganz nah an Mordor. Wenn ich was übersprungen. Frodo! Oh Scheiße, ich erinnere mich. Kommt noch keiner? Ah, nee, ich bin Frodo, aber ich glaube, ich bleib nicht Frodo. Ich glaube, der flippt irgendwann aus. Und der versucht dann die ganze Zeit nach Minas Morgul zu gehen. Und Sam muss mich dann ständig retten, damit ich mich nicht umbringe. Ich schlag dich gern. Ja. Kommt Kankra noch oder haben wir die übersprungen? Keine Ahnung, wo. Nee, das ist schon echt lang her, dass ich die Filme geschaut habe. Ich merk's. Deswegen spiele ich ja das Spiel. Ah! Eigentlich sollte man die Parallelen im Spiel erkennen und lustig finden, aber so geht's natürlich auch. Grob habe ich ja noch so ein Halbwissen. Bring dich halt um! Ich sehe nicht so viel, ist ziemlich dunkel. Ja, es hat ein paar Lichter. Also da braucht man auf jeden Fall mal einen Legolas oder einen Bogenschützen. Ich gehe jetzt einfach mal alles kaputt machen. Hier bräuchte ich mir Gimli. Was kann man denn hier überhaupt? Wo ist er? Ah, da. Okay, wir brauchen einen Gollum. Ich glaube, ich nehme mal Gott. Okay, du nimmst Gollum. Aha. Ich nehme mal Sam. Er ruft. Das ist das Problem, das meine ich. Guck, siehst du das? Ah. Wenn man Sam, Frodo nicht selber steuert, dann läuft er die ganze Zeit in der Gegend rum wie so ein Besoffener. Das ist witzig. Ich weiß nicht, ob er sich dann umbringt. Vielleicht solltest du das mit Gollum machen, weil ich sehe nichts. Ja, dann nimm du doch Sam. Kannst du dich um Frodo kümmern. Wie er die ganze Zeit nach Minas Morgul talkt. Wieso nehme ich dann nicht einfach Frodo? Weil es lustig ist. Okay. Und weil du dann was zu tun hast, weil wenn du Frodo bist, läufst du nur im Kreis rum. Ups. Ruft nach ihm Sam. Hast ihn umgebracht, aber okay. Ja, komm. So. Ich habe den Weg frei gemacht, glaube ich. Jetzt haben wir nicht so lange hier ein. Also im Singleplayer hast du das Problem, dass Frodo ständig versucht, nach Minas Morgul zu latschen. Na, im Multiplayer ist das nicht so ein großes Problem. Ja, weil einer den ja spielen kann. Haben wir jetzt schon alles? Nee, guck mal, da ist noch voll viel Stuff. Entschuldigung, ich war noch nicht fertig. Sam ist kein Stuff. Was? Sam gibt kein Geld. Und ich auch nicht, by the way. Auch lass mich gut. So. Huch, das ist ja Geld. Ja, ich habe euch gerade den Weg frei gemacht. Jetzt brauchen wir Sam. Hallo. Ich drücke die falsche Taste. Der Klassiker. Alter, Frodo. Frodo will sich umbringen, aber das kleine dauert weg. Was habe ich denn jetzt in der Hand? Was ist das? Ein Totenkopf. Frodo. Cool. Frodo? Hä, was hast du? Okay, Sam hat irgendwie. Ich glaube, du musst das werfen. Ich versuch's mal. Ah ja, dahin. Gut gemacht. Shit. Komm zurück. Wo ist der Stein? Da. Da, nein, stopp. Da, ich muss einen neuen holen. So ein Mist. Uff.
Okay. Also nochmal. Und dahin. Ah, jetzt. Sehr schön. Dann brauchen wir das Elbenseil. Geld, 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 Geld. Ja, du darfst Geld holen. Geld. Ich mach weiter. Geld. So, dann haben wir hier einen Weg. Ist da nicht noch was? Das ist noch ein Busch. Schlag den mal kaputt. Na. Das ist Dekoration und keine Dekoration. Oh. Was kannst du eigentlich? Sehen auf jeden Fall nicht. Nee, das offensichtlich nicht. Aber dafür nimmst du das gute Geld mit, das ich gerade freigeräumt habe. Ja. Okay, Gollum, schaffst du das hier? Okay, wir brauchen ein Licht. Was ist denn hier? Na toll. Entschuldigung. Kannst du das bitte wieder rausholen? Wo bin ich? Du bist in der Dunkelheit. Ich. Du musst warten, bis dich das Spiel rausholt, weil du aus irgendeinem Grund dein Schwert gezückt hast. Ich wollte die Sachen schlagen. Du sollst die Sachen nicht mit dem Schwert schlagen. Entschuldigung. Sonst ist nämlich das Licht aus. Wenn das Licht aus ist... Dann gehen wir nach Haus. So ist das jetzt. Ja, von mir aus. Okay. Toll. Da hätte vielleicht noch... So, jetzt sind wir wieder unten, aber wir haben hier den ganzen Weg hier gemacht, um diese Treppe hier zu finden. Die wir bauen können. Wie mit meiner Laterne. Hä? Cool. Das ist eine tolle Treppe. Hä? Da fehlt wohl noch ein Stück, oder? Könnte sein, ja. Was ist denn da? Kommt mir nicht sehr vollständig vor. Sieht irgendwie so aus, ja. Ich weiß schon wieder, ich habe schon wieder vergessen, einen Timer zu stellen, wie lange dieser Part gehen wird. Das dann nochmal hochgehen. Okay. Also ich brauche nochmal dein Licht hier. Ja. Hallo? Danke. Also du hältst die. Du hältst die Laterne und ich hau hier rum. Das sieht aus, als wäre das was, oder? Nee. Jetzt schon, weiß nicht. Sorry. Hä? Mach vielleicht das Licht aus. Nein, Frodo. Nein, Herr Frodo, das Nachtlicht brauche ich doch zum Schlafen. Okay, aber hier brauchen wir einen Gollum. Einen Gimli. Ich verstehe es nicht. Müssen wir vielleicht einfach nur gut springen? Vielleicht müssen wir auch das mit Gollum machen oder so. Ich habe aber nichts gesehen, wo nur Gollum machen kann. Gollum kann angeln. Und Gollum kann die Wände halt hoch. Ja. Hier ist... Lila. Gut, dass wir nichts gefunden haben. Vielleicht können wir die Treppe nochmal kaputt machen und was Besseres draus bauen. Habe ich schon versucht, glaube ich. Ah! Oh! Oh, guck mal! Nee, ist eine Zielscheibe. Ich dachte, das wäre sowas fürs Seil. Die Zielscheibe habe ich entdeckt, aber das bringt uns leider auch nichts. Kann Gollum vielleicht höher springen? Nee, ist kein Elb. Das kann nur Elben. Schade. Ist das zu fassen? Aber hier ist halt was, wo ein Hobbit durch kann. Da fehlt irgendwo ein Teil. Einfach überall draufhauen. Ah, fuck. Ich bring mich gerade um. Was ist damit? Nee, ist auch nichts. Irgendwo muss was zum Kaputtmachen sein. Das kann irgendwie sonst nicht sein. Gollum, stirb. Nee. Huch, da ist dunkel, da ist dunkel. Hier ist ein dunkel... Dunkelding. Hier müssen wir rein. Der holt es automatisch raus, mein Gott. Gut, dass man das Dunkle immer so gut erkennt. Ja. Kann man irgendwie die Helligkeit noch höher drehen? Weiß ich nicht. Na, guck. Kannst du bauen. Ja. Du schiebst alles von mir weg. Ah, da. Ich muss halt darüber, deswegen. Dann haben wir... was zum Drehen. Zweite Seite. Und jetzt haben wir einen Elbenteil. Du hast einfach nur das schon gesehen, bevor es da war. So. Ja, ja. Dann kommt es da runter. Oh, aua. Und dann können wir das Durchgangsteil da. Nee, dann können wir da irgendwas bauen. Und es anzünden, okay. Bei Holz denke ich immer, man kann durchkrabbeln. Wow. So, und dann haben wir wieder ein Stück. Ah, wir sollten öfter Sachen kaputt machen.
Und jetzt müsste man die Treppe fertig bauen können. Warum auch immer wir nicht aus der ersten Statue schon die Treppe gebaut haben, sondern die zweite dann auch kaputt gemacht haben. Okay. Wir müssen die dunklen Orte ein bisschen besser entdecken. Ja, ich lasse das Licht mal draußen. Fuck. Geile Lightshow. Oh, ich sehe nichts. Geld und weg ist er. Aber ich hab's eingesammelt. Ja, du hast zum Glück auch irgendwie nichts verloren durch den Tod, glaube ich. So, da kann man Pfeil und Bogen. Das hat was gebracht. Pfeil und Bogen einsetzen links. Das bringt uns leider nichts, aber ich hoffe. Die Top-Down-Sicht macht's nicht besser. Wir vergessen das nicht. Hier gibt's. Leon, was tust du? Geh da weg! So. Warum gehst du? Du wolltest dich schon wieder umbringen. Nein. Da ist doch gar kein Weg! Das ist das Problem. Er ist schon gefallen. Ich hab meine Waffe. Jetzt, Mann! Mach die Blume kaputt. Das gibt's doch gar nicht. Okay, geh weg. So. Oh, wir haben beide dieselbe Idee gehabt. Sehr gut. Okay. Oh. Da ist dunkel. Da müssen wir rein. Ist hier was? Ah, da war was. Ist da noch mehr? Ah! Du sollst nicht zuschlagen, nur ich! Hör auf, immer dieses Manuell rauszuholen, Gott verdammt! Das dauert viel zu lang. Geh doch einfach rein. Es klappt, da ist nichts mehr. Ich glaube auch nicht, es war nur wegen dem einen Ding. So. Okay, was ist das hier? Ja, oh, alles kaputt, Mann. Einfach alles kaputt, Mann. Typisch Lego. Immer. Okay. Graben. Deswegen meinen Zahlen zu. Wir haben zu lange gebraucht, um rauszufinden, wo wir hin müssen am Anfang. So. Alles sterben, alles kaputt machen. LOL. Ich hab mich kurz weiter hochgeglitscht. Guck mal. Rutschparty. Okay, was müssen wir tun? Weiß ich nicht. Irgendwo muss noch... Ich glaube, ich weiß, was da ist. Geh nochmal da rein. Da ist bestimmt ein Gollum-Hochkrabbelding, das wir nicht sehen können. Ah! Ja. Yep. Warum sollte Gollum Angst vorm Dunkeln haben? Warum nicht? Wir haben alle Angst vorm Dunkeln. Kannst du bitte aufhören? Oh mein Gott, die Kamera. So. Alles kaputt machen. Gollum. Gollum. Und dann das da runterschieben. So, dann können wir das weiterschieben. Ich helfe. Gollum ist zu dumm. Komm her, sagt er und bleibt unten. Okay, erstmal hier. Ist das Abgrund oder ist das Boden? Ich sehe das nicht. Ziemlich sicher Abgrund. Okay. Drei. Aua. Das ist eindeutig Abgrund. Da hat es noch irgendwie so ein Spinnennetz. Kann man das kaputt machen? Nein, nicht von hier. Hä? Check's doch nicht. Hier geht's rein. Hier geht's rein. Ah, ein Schatz. Boah, das ist ein Mimik. Eindeutig Zähne gesehen. So, dann haben wir hier einen Stein und mit dem Stein machen wir das Spinnennetz kaputt. Und dann haben wir ein Elbenseil. Nice. Kann ich das von hier machen? Nicht wirklich. Auch von oben garantiert auch nicht. Okay, da kann ich ganz an den Rand. Okay. Na?
Schade. Ha! Ich krieg das ganze Geld. Da brauchen wir Mithril kaputt macht, Dinger. Aber das ist ein Skelett, kann man das nicht kaputt schlagen. Das ist unter dem Mithril, also nein. Okay, was haben wir hier? Da brauchen wir Gollum. Und da kommen wir nicht durch. Aber das da kann man kaputt machen. Da brauchen wir Gimli. Du musst da erst die Spinnenweben kaputt machen. Ah. Die kannst du auch kaputt machen, du fauler Sack. Ich dachte, du musst mal wieder was werfen. Auf die Entfernung. Bleib doch mal hier unten und warte. Jetzt sammeln wir das Geld ein. Da würde ich ja, wenn ich alles gleich instant runterfallen würde. Oh, da war noch was. Das kann man auch kaputt machen. Hier. Okay. Oh. Nee. So. Hä? Okay. Hä, da ist irgendein Stück Stein. Okay. Schön hast du das gebaut, Gollum. Oh. Sah jetzt super aus. Okay, einmal krabbeln können wir gleich. Ja. Ja, genau. Geh du mal nach rechts. Ich glaube, ich weiß, wo ich hinkomme. Frodo hüpft vor Freude. Gibt's da nichts mehr? Nee. Okay. Dann haben wir erstmal einen Schatz. Und dann haben wir hier höchstwahrscheinlich was, um die Treppe fertig zu bauen, sozusagen. Ganz ruhig, Colin, ganz ruhig. Du hast die Treppe weiter kaputt gemacht. Ach, verdammt. Tja, wir müssen laden. Oh, wow. Gollum, nicht so schlimm. Upsi. Das ist Timing. Also es ist schon absichtlich gescriptet, aber ich find's gut gemacht. Also irgendwas bricht runter und er sehr gefährlich ist die Treppe. Was ist das da? Hui, versteckt das Geld. Halbwegs versteckt. Naja, so gar nicht. Ist schon. Frodo, du läufst ja gar nicht mehr in den Tod. Ja, wir sind viel zu weit weg von Minas Morgul.